Prost! Also ich praktisch das Bier, das was jetzt was mir vom Sud aus kommt. Das liegt jetzt in einem Anstellbottich, Sedibottich heißt das, da tut Kalz sedimentieren. Ich stelle das dann noch im Gärkeller. Da wird jetzt gerade umgeschraubt auf die Luft. Wird die belüftet und praktisch die Hefe dazugeben. Und dann fängt das ganze Bier gerne an. Ich habe jetzt praktisch gerade umgestellt, dass ich jetzt dann im nächsten so durchstellen kann. Der Kalzsedimentation, das macht eigentlich fast keiner mehr. Also machen eigentlich gerade nur wir. In der Kalzsedimentation, da sitzt sich nochmal der Kühltrupp, nennt man das. Mal so Schwebstoffe, die man im Bier nicht haben will, die setzt sich da nochmal ab. Da jetzt praktisch an. Schraube jetzt da um. Das sind unsere Erntehefetanks, dass ich die Hefe von den Bottich ernten kann. Schraube jetzt gerade da drauf. Und dann gebe ich von der Leitung von draußen, die wir auf dem Hefetank und kann in den Hefetank reinfahren. Da ist in der Leitung immer noch ein bisschen Wasser, die lasse ich jetzt raus. Dann schraube ich da auf den Bottich drauf. Und dann fahre ich das frische Bier fahr ich dann rein. Im Bottich, im Gärbottich. Ich wollte eigentlich nur irgendwas machen, was keiner macht. Was eigentlich alle meine Spätzle haben Zimmerer oder Maurer gelernt und ich habe gesagt, sowas lerne ich nicht. Dann, da sind wir mal mein Vater, der ist öfters früher an den Stammtisch gegangen und dann hat er gesagt gehabt, bin ich mal mitgegangen und da war ein Braumeister da gesessen und dann habe ich mir gedacht, und da war ich schon, ich glaube, dass ich 10 Jahre alt war, dann habe ich schon mal Scheibe mit dem IBA braucht. Ich habe mir gedacht, das macht keiner. Und es gibt halt, also es werden alle weniger was das lernen, bei uns auf dem Land. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich und seitdem bin ich selber. Jetzt schieße ich das Bier vor und warte, bis der erste Stopsel unten, da wo die Hefe noch kommt, bis der draußen ist. Und dann gebe ich dem Filter Bescheid, dass das Bier auf der Laterne drauf hängt, dann kann er sich den nächsten Tank klar machen. Wenn ich was mache, das was ich auf Nacht, wenn ich heimgehe, dass ich mir das anschauen kann. Das ist für mich ein Handwerk. So wie eine große Brauereien oder was, da sieht man ja nichts mehr, was man auf Nacht gemacht hat. Da siehst du nur noch die Tanks. Wir haben eine offene Gärung. Wenn ich die Hefe dazu gebe, dass das Gärung fängt, das ist für mich einfach nur mein Handwerk verbunden.